Willkommen zurück, Einsatzteam. Genau, willkommen zurück bei Call of Duty. Raus an Weaver. Ich habe den Kontakt zu einer Harvester-Einheit in ihrer Nähe verloren. Wir sehen uns das an, Doktor. Einsatzteam, ich übermittle die Koordinaten. So, servus. Wir spielen Call of Duty Cold War Season 2 Ausbruch-Event in Zombies. Sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was wir hier genau zocken. So. Okay, was haben wir hier? Zombie-Essenz, selten. Plus 100. So, wir haben wieder ganz normal den Schrott. Und diese andere Teile, weil ich jetzt schon gar nicht mehr, wie die heißen. Das haben wir auf jeden Fall vom Zombie-Modus schon mal ganz normal übernommen. Aber wofür jetzt die Essenz da ist, das weiß ich natürlich auch nicht. Ist natürlich dann halt die Frage. Hier haben wir nochmal Essenz. Teddybär, also gibt es auch die Kiste. Guckt man denn da oben an diese Essenz? Ethereum markiert. Okay. Okay, hier können wir wahrscheinlich ganz normal Rüstung kaufen. Ja. Arsenal markiert. Arsenal markiert. So, und jetzt spielen wir dann hier gemeinsam mit Kati. Bonuspunkte. So, wir müssen auf jeden Fall bergen. Da hinten müssen wir hin. Gucken, ob hier noch was in dem Haus ist. Okay, man kann hier sogar Perks kaufen. Nice. Was kostet das? Was steht das da? 2500. Okay, und ich glaube, denke, jedes weitere. Kann man ganz normal Munition für die Waffe kaufen. Okay, da ist nix. Kaffeeautomat. So. Okay, kann man Fische mit Fahrzeugen fahren. Schneller als wir. Strauß, mein Team wird den Job zu Ende bringen. Bergt das Ethereum und ladet es in die Extraktionsrakete. Meine Männer haben die Gefahren unterschätzt. Ich vertraue darauf, dass ihr Team nicht denselben Fehler macht. Bewegen Sie sich mit etwas mehr Schwung, Einsatzteam. Das Ethereum zerfällt ab dem Moment seiner Entnahme. Reinigen Sie die Einheit, um den Kanister zu entkoppeln. Noch läuft mit Sniper, aber vielleicht nicht mehr. Ja. Okay, die chillen sogar einfach da hinten ab. Hey, das war nicht getroffen. Du hättest tot bleiben sollen. Auf jeden Fall mal gleich eine andere Waffe. Nein. Kommt natürlich jetzt noch ein Filter. Oh mein Gott, ich hab keine richtige Waffe. Ein Kanister wurde fallen gelassen. Instakill. Sie haben das Ethereum und bringen es zu Rand. Nein! Oh mein Gott! Was sollte ich das in die Zukunft machen? Normal, wenn Ihre Mobilität
Berg und lade den Kanister. Jetzt hab ich noch nicht mal Geld. Was soll denn der Schrott? Doppelte Punkte. 50 Punkte für 2 Zombies. Soll ich das gerade verarschen? Ist jetzt 25 Punkte pro Zombie, oder? Ja moin, hab mal gegen den Baum geschossen. Und dort ist Ziel tot. Ja man, 25 Punkte pro Zombie, ja lol. So viel. Komm schon, ich bin kein. Alle Ethereum-Proben wurden gesichert. Bereit für den Start. Requiem, Sie können den Start jederzeit einleiten. Ja, drück doch. Interne Steuerung bestätigt. Startsequenz wird eingeleitet. Starte in 3, 2, 1. Raketenflugbahn konstant. Paket erwartet um 0300. Endlich. Sobald das Ethereum hier ist, kann ich meine Arbeit fortsetzen. Sieht man schon ganz schön nur noch. Doppelte Punkte. Level 18. So spiel ich auf jeden Fall so gern. Sniper oder sonst. Und da so viele kommen, macht das halt wenig Sinn. Jetzt müssen wir da hinten hin. Auf jeden Fall finde ich ein bisschen viel Lauferei. Gut, es gibt auf jeden Fall Fahrzeuge, dann geht das. Klar. Also irgendwie halt, lauf dahin. Cool. Ist ja auf jeden Fall nur ein Event. Das heißt, ich denke mal, das bleibt ein paar Tage, dann ist das eh wieder weg. Aber auf jeden Fall, an sich auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Ja, toll, war auch nicht so. Ich muss doch verarschen. Schon eigentlich okay in der Größe. Ich war eigentlich gerade gucken, was aus dem Kristall mal rauskommt. Bevor wir das hier starten. Anomalie. Einfach nur Muni raus, oder was? No sense. So, haben wir auf jeden Fall akzeptiert, ein Spieler fehlt. Zurück in die Hölle mit dir. Insta-Kill. Ja komm, der letzte muss noch drücken. No, fall das noch um, Kollegen. Ja, die zwei random da. Ah, oh, da ist wieder Pack Hand. Ja, ich brauche einfach mal Pack. Ich will keine Waffe haben. Golova. Die Welt wird härter. Rüber. Requiem des Ruptor-Satellites in Position. Bereit zum Herausziehen des Apex-Ziels. Team, begebt euch zur Apex-Station, ja, und bringt den Dimensionsdisruptor online.
Okay, die halten jetzt auf jeden Fall auch schon mehr aus. Okay, haben wir einen Manga, wie der noch heißt. Der Anblick gefällt Manga mir gar nicht. Zieh markiert. Okay, jetzt haben wir damit auf jeden Fall eine Rüstung. Das Vieh kann verrotten, wo es. Jetzt nur schlagen, okay? Wenn du bist so ein Luft auf jeden Fall. Ja, ist doch gut, bleib mal ruhig, Kollege. Hier kommen wir jetzt gleich eine Waffe rein. Kann mal gucken, ob wir auf den Kopf schießen kann, dann mal. Also auf die Waffe 250. Und auf den Kopf nur 100, also. Bleibt das. Oh, jetzt schon okay. Lauf! Noch ein Schlag ins Tod, ey. Nein. Insta-Kill. Ja, danke, ich habe den so weit bearbeitet. Ein Schuss. Ich kann jetzt schön den ganzen Blut einsammeln. Ich will einen Schuss jetzt unbedingt machen. Geht nicht mehr. Es sah halt keine Waffe aus. Scheiße. Lass mich raus! Alter! Ja moin, ich hab keinen Muni und keine Waffe. Das Munition noch zu kaufen, finde ich Schwachsinn. Ich auch? Hey, hier muss mal einer helfen, Mann. Das kann jetzt nicht wahr sein, ne? Keine Waffe oder so. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Money. Die, die keine Rüstung haben, halten auf jeden Fall nur einen Schuss aus. Immer noch. Ne, ich geh jetzt auf jeden Fall in die Kiste, ist mir scheißegal. Wo die Kiste ist. Du nervst, Kollege. Wo ist die Kiste? Da gibt's sie jetzt hier nicht. Ich muss hier in die Richtung. Punch ist auf jeden Fall da oben. Das Ding jetzt zum Starten. Kiste muss ich mal gucken. Komm mal hoch. Ja, nice. Ist halt geil, dass man so sich frei bewegen kann. Also so frei rumlaufen kann. Das ist auf jeden Fall mega nice. Kaboom! Gar nichts. Oh. Es gibt einen Grund dafür, dass die Dinger so belegt sind. Jetzt haben wir wenigstens überhaupt schon eine Waffe.
Disruptor-Satellit reißt nach dem Abfeuern ein Loch in den Dunkeläther und zieht ein Apex-Ziel hinaus. Töten Sie es, sobald es hindurchkommt. Die Horde erhält Befehle von hochrangigen Apex-Zielen wie diesem. Ah, da hinten ist es. Verbindung etabliert. Systeme normal. Ziel wird erfasst. Feuersequenz wird eingeleitet. Feuer in 3, 2, 1. Wartet doch mal hier, Kollegen. Guter Vorstoß, guter Vorstoß. Apex festgesetzt. Ausschalten. Anvisieren und ausschalten, Team. Das Ding hat Unterstützung dabei. Okay, die Bombe. Kommt nur immer weiter. Betäubung geworfen. Oh, immun. Hier haut jetzt ab, oder? Es haut ab. Bringen Sie es zur Strecke. Ziel geortet. Südwestlich Ihrer Position. Gerastet. Pack and Punch ist auf jeden Fall hier. Kann man hier auch Getränke kaufen? Pack ist halt oben, ja. Ich hab hier kein Geld, aber. Ich hab hier ja. Pack-a-Punch entdeckt. Rüstung oder Automaten für Getränke habe ich jetzt nicht gesehen. Ich würde gerne schneller laufen. Ich geh jetzt auf jeden Fall mal da hinten hin. Da haben wir eine Kiste. Komm mal so durch die Wand, Alter! Nein, 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 nein! Alter, ich schwöre, ich sterbe. WTF, Alter. Erst backen die sich durch die Tür und dann komme ich hier gar nicht mehr weg, ey. Ja, moin. Gut, ich habe halt jetzt die Pellington in Blau bekommen, aber warum starte ich dann immer wieder mit der Waffe da? Die halt am Anfang ausgewählt, das ist ja okay, aber... Stimmt. Ja cooles Maschine. Friedhof. Das ist ein Gebäude, oder was? Maximale Munition. Der nukleare Bastard hat sich zweigeteilt. Na, war doch klar. Meine Sens. Gute Arbeit. Apex-Ziel ausgeschaltet.
Gut gemacht, Einsatzteam. Sammeln Sie das zurückgelassene Ethereum ein. Sie haben es sich verdient. Ja, sammelt doch alles ein. Jetzt wollte ich auf jeden Fall mal ein bisschen Geld. Ah, jetzt wieder zurück. Haben wir wenigstens hier ein Fahrzeug, ey. Da vor uns. Was? Kein Bajonett? Hab ein Scharfschützengewehr gefunden. Ah, geht schon klar. Kann man machen. Genau, Treppe hoch. Okay, dann muss ich noch ein bisschen Geld machen, könnte ich die andere auch noch planschen. Ist halt witzig, dass man auch auf dem Tisch herumlaufen kann. Ich hab gefühlt weniger Schaden. Oh mein Gott, ich hab hier. Jemand anders kann dich begraben. Semtex ist scharf. So, können wir jetzt gerade noch die Pistole punchen? Wie gut die dann ist. Wo war jetzt die Anna? Die Treppe. So. Und dann ab jetzt hier hinten hin. So, ein Fahrzeug. Links von mir. So. Kann man natürlich nicht durch. Sind an wie die RK5. Black Ops 2. Alpine. Die Welt wird härter. Weaver, die Satellitenaufklärung zeigt einen Dunkeläther-Energieknoten in ihrem Einsatzgebiet. Wir müssen diesen Kristall zerstören. Findet ihn und beendet es. Okay, das merkt man auch vielleicht, wenn wir halt mehr. Zombie vernichtet. So.
Zombie ausgeschaltet. Ich schieße jetzt natürlich die Sonne schon im Kopf. Nein. Aber wenn die jetzt einigermaßen. Verweigern. Nur gibt es hier kein Fahrzeug. Doch, da ist hier. Was sind die anderen? Kati ist grün. Das ist doch, glaube ich, schon. Mhm. Das ist mir jetzt gar nicht so. Ui. Ich bin auf jeden Fall schon mal nicht der beste Fahrer. Mhm. Hauptsache nach unten. Irgendwie. Ich glaube, ich habe was erwischt. Ich glaube, sie ziehen schon einmal die Kiste. Ja, obwohl, wir haben ja eh schon beide. Platzieren Sie die Ladungen am Dunkeläther-Kristall. Das Portal muss geschlossen werden, am besten schon gestern. Lasst uns rein. Bringt sie zum Äther. Okay, jetzt haben wir 3 Minuten und 45 Sekunden. Wahrscheinlich schon überleben müssen. Lasst sie leiden. Okay, ist auf jeden Fall dann immer was anderes, dann ist ja wenigstens Abwechslung. Das ist natürlich schon nice. Bist du mal vor uns unterwegs, Kollege? Ist draußen alle fertig machen. Ich werde die Waffe ausprobieren. Was? Oh mein Gott! Ich bin ja direkt down. GTF. Okay, da muss man dann natürlich theoretisch, kann man sich das aussuchen, was man da zuerst macht. Müsste man das ja in Runde 1 machen, damit es einfacher ist. Dann das andere in Runde 2 oder 3. Müssen wir mal drauf achten beim nächsten Mal. Ja, moin. So, das war ein kleiner Einblick in das Event Ausbruch in Zombies. In Cold War von Call of Duty. Danke fürs Einschalten. Und ciao.